kleines Update, worauf wahrscheinlich viele sehnsüchtig gewartet haben. Es ist einiges passiert in den letzten 2 Tagen. Für die Leute, die jetzt gerade überhaupt nicht wissen, worum es geht. Ich habe einen älteren Kriminalfall, den ich 2017 dokumentiert habe, neu berichtet sozusagen, weil dort ja neue Geschehnisse stattgefunden haben. Ich glaube, so kann man das ausdrücken. Ich werde jetzt hier keine Namen nennen. Ich werde auch nicht genau sagen, worum es geht. Einfach, um es so neutral wie möglich zu formulieren. Die Leute, die die letzten 2 Tage die Videos gesehen haben und auch vor allen Dingen auch die Leute, die mir auf Instagram folgen, die wissen ganz genau, worum es geht. Auch an der Stelle nochmal ein Tipp. Die Leute, die mir auf Instagram folgen, die wissen jetzt auch schon, was Sache ist, weil ich dort viel schneller und viel mehr in Echtzeit Updates gebe als auf YouTube. Deswegen lohnt es sich definitiv, dort zu folgen. Kleiner Tipp am Rande. Ich kann euch schon mal so viel am Anfang sagen. Mein Video bzw. auch meine Hinweise, die ich an die Kripo geschickt habe, haben einen Polizeieinsatz ausgelöst. Sie sind zu dem besagten Haus gefahren und haben dort auch die Frau angetroffen. Und ihr geht es anscheinend gut, oder ja, ich glaube, gut geht es beiden Menschen nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Sie ist unversehrt und sie lebt auf jeden Fall. Das bedeutet unterm Strich, dass es eigentlich nur eine komplett inszenierte Kacke war, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Entweder nur von ihm oder von beiden, das weiß ich nicht. Ich kann mich leider jetzt erst melden, weil ihr seht auch, ich bin jetzt gerade schon wieder gar nicht mehr in Berlin. Ich bin gerade schon wieder in Niedersachsen unterwegs. Deswegen muss ich das hier auch ein bisschen gerade zwischen Tür und Angel aufnehmen, das Video. Aber ich wollte euch auf jeden Fall ja auf dem Laufenden halten, wie ich es auch versprochen habe. Ich wurde ab gestern früh eine E-Mail von der Kripo bekommen mit einem Update, dass sie vor Ort waren und die Frau angetroffen haben. Daraufhin sollte ich die Kripo nochmal anrufen. Das habe ich dann getan. Habe dort mit jemandem telefoniert. Der hat mir das auch alles nochmal verbal erklärt. Hat sich auch dafür bedankt für die Hinweise und so weiter. Ja, und ich kann sagen, so viel. Es war alles nur mehr oder weniger ein Schrei nach Aufmerksamkeit von diesen Personen. Sie wollten, also die Beweggründe können wir natürlich jetzt nur schätzen, sage ich mal, was die sich dabei jetzt gedacht haben. Vor allen Dingen auch, warum man so etwas bei einem laufenden Verfahren machen muss, ist mehr als fragwürdig. Ich denke nicht, also die Richter werden definitiv davon auch mitbekommen, weil ja auch die Kripo und ein Polizeieinsatz ausgelöst wurde. Ob das jetzt förderlich für sein Gerichtsverfahren ist, sei mal dahingestellt. Es ist mehr als geschmacklos meines Erachtens. Aber naja, was will man machen? Die Aufmerksamkeit hat er jetzt 2 Tage bekommen. Ich bitte jetzt jeden Zuschauer darum, diesen Menschen komplett zu ignorieren. Gibt ihm keine Aufmerksamkeit mehr, gibt ihm kein Traffic mehr, ignoriert seine Facebook-Seiten, ignoriert alles, was er macht. Alles Weitere, was den sowieso behandelten Fall angehen wird, werdet ihr weiterhin in meinen Videos bekommen. Ich werde weiterhin Bericht erstatten darüber. Ich werde weiterhin seine Gerichtsverhandlungen dokumentieren, beobachten, was dabei rausgekommen ist. Ich denke auch, dass das jetzt in nächster Zeit zu einem Abschluss kommen wird. Ja, und was denn dabei rumkommen wird, werdet ihr definitiv in meinen Videos erfahren. Deswegen bitte ich euch nochmal darum, ignoriert diese Menschen komplett. Ich denke, auch wenn die Gerichtsverhandlungen dann demnächst zum Abschluss kommen werden, wird sich dieses gesamte Problem von selbst lösen. Und ja, ich denke, das ist alles, ich habe alles gesagt, das ist das komplette Update zu dem Fall. Ich danke euch für die extreme Mithilfe. Ich glaube, ich habe von Montag bis heute, ich habe es nicht mehr gezählt, ich würde schätzen 200 bis 300 Nachrichten bekommen. Unzählige Screenshots, Hinweise, vor allen Dingen auch hilfreiche Hinweise. Ich bin dafür sehr dankbar, auch für das Feedback und für die Resonanz und alles. Das war mal wieder so ein Zeichen, was man so mit einem relativ großen YouTube-Kanal und einer starken Community auch alles erreichen kann. Wenn diese Frau tatsächlich umgebracht worden wäre, dann hätten wir das mehr oder weniger aufgedeckt. Und ich finde, auch wenn es jetzt nicht dazu gekommen ist, zum Glück, finde ich trotzdem, ist das einfach ein sehr extremes Zeichen für die Außenwelt, was wir bewirken können gemeinsam. Das finde ich also wirklich sehr, sehr stark. Dass es jetzt im Endeffekt so eine komplett inszenierte Kacke war, konnte man vorher nicht ahnen. Man muss nur mal jedem Verdacht nachgehen, vor allen Dingen bei der Vorgeschichte zu diesem Fall. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Das nächste Video kommt schon am Samstag. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein.